willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Da steht ein Zug, aber ich warte auf einen anderen Zug, der aber genauso aussehen müsste, mit dem der Hannes angereist kommt. Denn am Wochenende ist SummerSlam, die WWE-Großveranstaltung, die wollen wir zusammen schauen. Heute ist auch Raid-Boss-Wechsel. Das heißt, ich habe einen Raid angesetzt im englischen Garten beim Fischknabenbrunnen. Hannes kommt 12.30 Uhr, der Raid steht für 12.50 Uhr. Wenn Hannes da ist, nehmen wir kurz hier Pizza mit, ist schon bestellt. Und dann möchte ich zusammen mit Hannes und mit der Community natürlich den Community-Raid machen. Wir werden euch gleich noch eine Konda-Liste zeigen. Wie gut ist Cresselia? Was ist der 100er wert? Was sind die Konda? Was nimmt man da alles? Und ja, Pupsi ist dabei, Jonas ist dabei, Hannes ist dabei, ich bin dabei. Und ich warte jetzt auf Hannes, nehme euch aber mal kurz mit rein. Dann seht ihr nämlich nochmal den kleinen Habanero und Pupsi, wie die drin warten. Wir sind nämlich hier vom Olympos. Das sind die, die uns zum Geburtstag beliefert haben und die Pizza zur Vera gebracht haben. Bleib hier, bleib hier. Ja. Pupsi. So, Pupsi krabbelt wieder den Automaten leer. Jonas ist, keine Ahnung, wo Jonas ist. Wo ist überhaupt Jonas? Ach so, warte mal. Da ist Jonas bei der Polizei. Du sollst doch keine Anzeige machen. Es tut mir leid, habe ich gesagt. Das ist bestimmt Hannes sein Zug. Jetzt stehen wir hier hinten. Müssen wir mal vorlaufen. Ihr wartet hier bei der Polizei, das ist viel sicherer. Gut, es war doch nicht Hannes sein Zug, aber wir haben Pizzabrötchen, beziehungsweise Pupsi. Die tunkt hier nämlich voll rein. Haben sie wieder mal vergessen. Knoblauch. Haben wir vergessen. Das sind Pizzabrötchen, habt ihr das schon mal gesehen? Sieht aus wie Thunfisch. Dann warten wir jetzt weiter auf den Hannes. Ich hoffe, wir schaffen den Raid noch. So, traurige Nachricht für alle Hannes-Fans. Der Zug hat schon wieder Probleme. Eigentlich soll der halb da sein, jetzt ist es 40. Er hat geschrieben, es dauert immer noch. Das heißt, ich muss jetzt alleine in den Park und alleine den Raid machen. Pupsi und Jonas sind im Auto, die kommen vom Auto aus ran. Ich hoffe, wenn ich zurück bin, dass Hannes dann da ist und ich nur seine Pizza noch überreichen kann. So, ich habe mich jetzt hier einfach auf den Weg gesetzt, denn der Fischknabenbrunnen ist gerade besetzt, aber kein Problem. Wie Natururin, der überall das Penner ist, bin ich ja der überall Sitzer. Das heißt, ich kann mich überall hinsetzen. Wie man hier sieht, hier ist halt der Weg. Und ich sitze jetzt einfach hier im Schneidersitz auf dem Weg. Brettler ausgepackt. Funktioniert so. Ich zeige euch jetzt erstmal kurz im Community-Tab, wo ich den Raid überhaupt gepostet habe, für die Leute, die das gar nicht kennen. Hier gehe ich auf YouTube. Dann habt ihr ja normalerweise hier die Übersicht beim Ramses-Kanal. Könnt ihr rüber switchen auf Community, da ist der Community-Tab. Hier habe ich gepostet zum Beispiel, dass wir heute Abend 18 bis 20 Uhr Mega Rayquaza-Raids machen. Oder eben auch die Konda-Liste gegen Cresselia. Das Ding ist Physik, also es ist ein Psycho-Pokémon. Ihr nehmt am besten also Unlicht oder Geist. Würde ich immer empfehlen, Unlicht, Geist, Käfer geht auch, aber Despotar-Armee regelt immer. Immer Despotar-Armee am Start haben, sage ich. Auch Trigefalo natürlich nach dem C-Day ist richtig stark, aber Despotar mit Wirbler jetzt auch noch stärker. Deswegen gönnt euch Mega, Gengar, alles dabei. Das Ding hat 16,33 in 100% oder 20,41 in 100%. Ich habe noch keinen 100er. Ich habe nur einen 98er als Bestes. Wäre ein Ziel, dann noch einen 100er zu bekommen. Wen laden wir jetzt ein? Ich habe hier gepostet für 12.50 Uhr. Ich gehe mal direkt hier drauf. Ich sortiere das noch mal kurz, falls noch jemand dazugekommen ist. Ansonsten haben wir Schäfe24, Patch003, Jense, Zockermaid und Sweet Diana, die sich angemeldet haben. Die lade ich alle mit dem Noodle-Account ein. Ich selber brauche also gar kein Einladen. Hätte Zeit oder die Gelegenheit, Leute einzuladen, random, die gerade online sind. Mal gucken, ob da jemand mitmacht. Ansonsten haut Cresselia, glaube ich, niemanden vom Hocker. Obwohl das eigentlich ein gutes GWL-Pokémon ist, was viele Leute benutzen, gerade mit Strauchler oder so, gegen die ganzen Wassersachen, die da rumfliegen, kommt das an hier, Strauchler oder gegen Lapras. Obwohl Lapras ja auch irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Nee, und deswegen nutzt ihr
Grisilia in der GBL. Ich tue es nicht, aber viele machen das. Wir warten jetzt noch 2 Minuten, dann ist es 50. Dann kann ich einladen zum Grisilia Community Raid. Und dann bitte noch Hannes am Ende des Videos reinschneiden, weil irgendwann muss er ja ankommen. So, der Kollege, der gerade hier gesessen hat, ist jetzt fort. Den wollte ich nicht stören. Der hat auch telefoniert alles. Habe ich gedacht, okay, er war zuerst da, setzte sich hin. Jetzt möchte ich euch aber kurz mal den Brunnen noch mal zeigen. Den kennt ihr ja vielleicht aus dem Geburtstagsvlog. Da wurde der mal kurz gezeigt. Der Fischknabenbrunnen, weil hier ist ein Knabe, da ist ein Fisch, hier kommt die Plörre raus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit der Kamera jetzt mache. Ich kann die Kamera ja auch einfach hier reinstellen in das Wasser und nach vorne zeigen, dann tut es hinten nämlich schön kühlen. Ich glaube, das fällt gleich um, das lass mal lieber. Ich hänge mir die einfach hier drüber, stelle mich jetzt hier hin. Dann rieselt mir das ganze Wasser an die Beine. Das ist perfekt. Einmal umdrehen, einmal hier das Tablett nehmen, wo die Handys drauf sind. Und jetzt können wir in den Raid und können einladen. Grisilia Raid, Community Raid, incoming. Ihr seht, ich habe meinen täglichen Pass schon gemacht. Wo der gelandet ist, das werdet ihr wohl nie erfahren. Dazu darf ich jetzt wirklich nichts sagen. Ich lade aber ein. Chefe 24, Jense Patsch, Sweeter Jenner, Zockermaid. Ich gucke trotzdem mal kurz, ob wer online ist, der vielleicht eingeladen werden kann. Ash Ketchum, genau, Grüße gehen raus. Borki, BRTN, Champ, Christian. Sind 5 Leute, die meisten davon habe ich gar nicht gekannt. Borki ist noch am bekanntesten, Christian kennt man ein bisschen oder so. Immer noch hier mein Walking Dead T-Shirt an. Jetzt warten, wer sonst noch alles reingeht. Nein, ich drehe ein Video, was ich dann später online stelle. Und mache gerade den Raid, der hier ist bei Pokémon. Ach so, das. Ja, da wirst du schon wieder in der Arbeit gestört. Jetzt verstehe ich eh kein Wort mehr, weil ich hier kurz reden muss. Pupsi ist auf jeden Fall drin. Pupsi hat es geschafft, ist drin, Patsch ist drin. Ich habe gesehen, der Sakrotan, wie ich ihn gerade nenne, hat vorhin hier ein Lokmodul angemacht. Ist jetzt auch drin. Wer ist noch drin, den ich nicht eingeladen habe? Niemand. Das heißt, ansonsten passt alles. Der Sakrotan hat sich hier noch einen Platz verschafft. Mega-Entwicklung könnte ich hier bei dem machen. Brauche ich nicht. Wir haben jetzt hier Darkrai am Start. Wir haben Gengar ohne Mega-Entwicklung. Nochmal Darkrai. Henry ist am Start. Der hat ja auch Geistattacken. Das ist auch richtig gut. Kann ich euch empfehlen. Ist ein 100er auf Level 50. Nehme ich immer wieder gern. Danke und Grüße an Henry dafür, dass das mit dem Tauschen damals so gut geklappt hat. So, ich warte jetzt hier noch die 20 Sekunden und dann sehen wir uns gleich im Kampf. So, der Kampf beginnt und langsam bin ich auch sehr irritiert. Vielleicht hört man das auch gar nicht richtig auf der Kamera, was man spricht, weil das Wasser so laut ist, oder? Ich glaube, ich habe noch nie die Kamera an den Brunnen gehangen und dann geredet. Ich glaube, das Wasser ist laut und plätschert und lenkt total ab. Hat auch einer einen Ast genommen und dieser Gans, ich glaube, das ist eine Gans. Links und rechts sind 2 Gänse, wo das Wasser rauskommt, hat er ganz einfach den Stock in den Mund gesteckt. Deswegen plätschert das nicht mehr so schön. Vielleicht kann man den rausziehen am Ende. Rettungsaktion, Gänse retten, dann Hannes füttern mit Pizza. Das ist auf jeden Fall richtig stark. Hier beim Gengar ist sogar egal, was ihr nehmt, egal ob ihr mit Spukball angreift oder mit Matschbombe, ist es auf jeden Fall beides richtig genial. Hier schwimmen die Plörre auch über den Rand und tropft runter. Grisilia ist auf jeden Fall ein kleiner Tank, also der hält ein bisschen was aus. Aber das Erdnuss hat schon zugesichert, dass wir den sowieso zu zweit wieder schaffen. In den letzten Raidmanias greift er ja ordentlich zu, greift er richtig ab, haut ordentlich rein und versucht immer jeden Raid im Duo zu meistern. Hat bisher gut geklappt, hat auch schon 2-mal die Raidmania jetzt gewonnen nacheinander. Bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Diesmal hat er einen harten Konkurrent mit Shenaya. Die hat nämlich auch schon 2 Punkte in der ersten Raidmania-Folge gemacht, genauso wie er. Das könnte spannend werden, wenn Shenaya am Ball bleibt und Gas gibt. Grisilia, denke ich, werden auch wieder nicht so viele Leute raiden. Da hat man es vielleicht leicht, in der Raidmania ein paar Punkte zu machen, wenn man rausgeht und halt in der Raidstunde seinen Raidpass verbraucht. Oder 2. Man könnte ja den vom Vortag aufheben. 2 in der Raid-Stunde verbrauchen und gleichzeitig noch 2 Punkte holen. So, 16,33 war der 100er Wert. 16,15, 16,10. Auf dem Hauptaccount ist es auf jeden Fall besser und stärker.
Wir können noch gucken, ob ein Shiny dabei ist. Der Kleine hat kein Shiny, das kann ich theoretisch schon direkt wegtun. Hier nehme ich es mal runter, dass wir besser fangen können. Und fürs Fangen, pass auf, fürs Fangen stelle ich euch jetzt extra hier hin, dass der Brunnen nicht so laut ist und ihr mich besser versteht, auch wenn jetzt hier lauter Soße auf der Kamera ist. Vor allem sieht man den Brunnen jetzt hier auch noch mal neben mir. Das sieht gut aus. Bildschirmaufnahme stoppen? Nee, das möchte ich nicht. Ich glaube, die Bildschirmaufnahme ist kurz unterbrochen worden, warum auch immer. Das hat es letztens schon mal gemacht. Ich wusste nicht, warum. Muss ich es dann wieder neu synchronisieren? Jetzt versuchen wir es noch zu fangen. 16:15. Das ist ein Raid-Boss. Ja, der sitzt eigentlich gemütlich in der Mitte. Fliegt aber auch nach links, fliegt nach rechts. Der springt nicht, der macht keine Rückwärtssaldos. Aber wie Kyokre schwankt er immer so ein bisschen hin und her, was ich halt total nervig finde. Also ich würde es begrüßen, wenn er in der Mitte sitzen bleiben würde. Ansonsten sitzt er trotzdem weit vorne, hat einen riesengroßen Kreis, wo man eigentlich gut reintreffen kann. Wenn der einmal eingestellt ist, der Kreis müsste so passen. Ich muss nur mal treffen und irgendwas, was ist denn das hier? Es ist immer noch da. Ich weiß nicht, was es ist noch da, aber irgendwie ist da gerade ein Schmierer drauf. So, wir warten wieder, bis es in die Mitte kommt, werfen den nächsten. Wir haben ja hier 16, 17 Bälle gehabt. Das kann dauern. Das Video endet erst, wenn das Cresselia eingetütet ist. Und dann geht's rüber. Und weil ich keine Geduld habe, werfe ich jetzt auch nach rechts und werfe natürlich wieder daneben. Ich glaube, da ist gar nichts auf der Kamera. Es ist einfach nur das Sonnenlicht, was hinter meinem Kopf durchkommt. Habe unterschätzt, dass heute noch Sonne kommt, weil es den ganzen Tag so regnerisch aussieht. So, jetzt bitte angreifen. Jetzt bitte ordentlich werfen und wieder drüber. Ich sag doch, der sitzt weit vorne. Weil er weit vorne sitzt, werfe ich immer zu weit. Das heißt, ich muss kürzer werfen. Kürzer werfen, aber bitte in die Mitte. Bitte greif an. Nein, er geht nach links. Bitte komm zurück. Ich weiß, warum viele Leute keine Geduld haben und einfach immer drauf zimmern und dann alle Bälle verschießen. Pokémon ist halt wirklich ein Geduldsspiel in so vielen Dingen. So, jetzt kurzer Wurf, einfach fabelhaft, perfekt. So muss es sein. Und wieso habe ich mich nicht einfach auf die Bank gesetzt? Hier ist eine Bank, wäre zu einfach gewesen. Nächster Ball, nächste Beere, wir warten, bis er angreift, wir schießen wieder. Er darf auch gerne wieder angreifen, er greift auch an. Kurzer Ball gezogen, einfach fabelhaft, perfekt. So muss es aussehen, so müsst ihr alle Bälle machen. Dann ist das Ding eigentlich safe drin. Es ist auch jetzt drin. So, wir müssen ihn noch kurz bewerten. 184 XL, das heißt, ich muss E-Raids machen, um die XL-Bonbons voll zu machen. Vielleicht habe ich Glück und dabei kommt ein 100er. Geh mal raus. Lassen das jetzt hier weg. Falls kein Glücksfreund entsteht, sieht nicht so aus. Ich mache die Bildschirmaufnahme aus. Ich zeige euch mal den Stock, der hier drin steckt. Hier in der Ente, also in dem Schwan, hat da einer einen Stock reingepfropft. Hört ihr das? Der Unterschied wie Tag und Nacht. Es war nur so laut, weil das verstopft war. Jetzt ist es optimal. So kannst du auch Video aufnehmen. So kannst du raiden. So kannst du alles machen. Gerade mit der kaputten Stimme. Und jetzt gucken, ob Hannes da ist. Weil jetzt ist 15 Minuten um. Hannes muss da sein. Hannes kriegt Pizza. So, seht ihr das? Wie er sich heimlich angeschlichen hat. Hannes. Das ist mal einmal nicht da. Hallo Hannes. Servus Christian. Oh. Ich habe was für dich. Was ist das mit Kokos? Jo, ich hab was für dich. Du hast eine kurze Hose an? Nee, das heißt, du willst schon wieder. Ein Crowdon? Also, der sieht von vorne aber richtig hässlich aus. Anstatt sich zu freuen, muss ich gleich wieder kritisieren. Hey, macht doch nichts. Von der Seite sieht er irgendwie viel besser aus. Ja, von vorne. Als von vorne. Ich weiß nicht, was hier mit dem Kopf kommt. Sieht aus wie beim Kindwurm oben drauf, der Kopf. Und das? Wo hast du denn jetzt einen Raupi her? Raupi! Die Genaya hat auch einen Raupi gekauft und eins, was sie selber gehäkelt hat. Wollte einem vielleicht eins geben. Wenn die das sieht, sagt sie bestimmt, sie behält beide. Oh, es ist runtergefallen. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Dann muss ich mir doch jetzt auch noch mal zeigen. Hannes, hast du dir schon Pizza genommen? Nein. Ich hab's noch gar nicht gegeben. Er kam. Kannst du mal die Pizza kurz holen? Ich will die nämlich mal sehen. Und der Hannes muss mal die Pizza probieren, weil
die hat gesagt Pizza und der hat gesagt okay und ich habe gesagt extra scharf für einen Hannes. Sehr schön. Hat ich gesagt, die ist doch schon scharf. Ich gesagt, extra scharf. Aber die ist doch schon scharf, ne? Extra scharf. Jetzt mal gucken, ob man was sieht, ob die da Pulver drauf gemacht haben oder was anderes. Ah, hier. Ja, es sieht aus wie Pulver. Das sieht auf jeden Fall sehr schwarz und verbrannt aus. Wie da, die ist eine Pepperoni. Eine Pepperoni-Wurst-Pizza, dann Hannes, lass es dir schmecken. Jo, danke. Schön, dass du da bist. Schade, dass du den Raid verpasst hast. Nee, das ist scheiße, weil der 20 Minuten das gebraucht hat an dieser, in den letzten zwei Stationen, weil das Teil heiß gelaufen ist. Der ist nicht mehr gefahren. Aua. Ja, und jetzt fängt es an zu regnen. Bestes Wetter zum Pizza essen. Gut, guten Hunger. Wir fahren jetzt erstmal heim. Wir müssen das Video hochhauen. Und dann, ja, ist es scharf? Mm-mm. Aber besser als nix. Besser als nix. Ja, ich sag dir Dankeschön. Hier, bald mal. Oh. Also, okay, ja, ich weiß es ja nicht. Das war's von meiner Seite aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr schon 100er Chrysalia? Habt ihr schon einen Shiny? Schreibt's mal rein. Wie findet ihr das Pokémon? Raupi!